Willkommen zurück in Enderal. Wir stehen hier mitten in Flussheim, oder was heißt mitten in Flussheim? Eigentlich noch mehr oder weniger vor Flussheim. Ich glaube, so richtig los geht's erst hier auf dieser Brücke. Und ja, ich glaube, in dieser Folge wollen wir uns das lauschige Örtchen mal genauer anschauen. Und da vorne waren wir eigentlich schon bei diesem Gehöft. Ich glaube, da gibt es sonst nicht mehr viel zu sehen. Wir gehen mal noch hier diesen Weg lang. Ich glaube, da geht es aber auch nur wieder irgendwie in die Wildnis. Wenn mich nicht alles täuscht. Ja, das sieht eher nach so einem normalen Weg aus. Hier liegt ein Rad von einem Karren. Ja, hier geht es dann irgendwie entlang. Sehr schöner Weg. Der sieht so schön aus. Ich würde den fast gerne weitergehen. Aber wir wollen natürlich eigentlich erstmal Flussheim anschauen. Ich muss immer schauen, heißt es Flusshain oder Flussheim? Okay, mit M. Da bin ich mir immer unsicher. Klingt fast gleich. Von dem her ist es eigentlich fast egal. Aber, ist dann doch schön, wenn man den richtigen Namen kennt. So, Mana-Pilze sammeln wir natürlich. Und vielleicht haben sie ja was unter der Brücke versteckt. Kann ja sein. Deswegen müssen wir mal kurz tauchen. Hier ist aber nichts. Wo geht's hier lang? Wenn wir mal dem Flusslauf ein bisschen folgen. Ich will jetzt natürlich nicht zu weit. Ich speichere vielleicht vorher besser mal. Hier wird nämlich die Strömung schon stärker. Ah, okay. Da kommt nochmal ein kleiner Wasserfall runter. Ah, das ist schön. Und dort geht es dann wahrscheinlich raus aufs weite Meer. Ja, sieht fast so aus. Ach, die Sonnenküste ist doch einfach schön. Hier hält man sich gerne auf. Da hinten geht es wohl weiter. Da sieht auch wieder sehr spannend aus. Werden wir uns wohl auch bald anschauen. Jetzt wollen wir aber wirklich mal... Ich trödel hier schon wieder rum. Und zögere alles hinaus. Nein, wir wollen jetzt natürlich mal nach Flussheim reingehen. So. Das heißt, wir gehen hier durch dieses Gehöft, das wir in der letzten Folge schon angeschaut haben. Den Jungen kennen wir ja schon. Wildmagier. Der hat uns, glaube ich, nichts sonderlich Spannendes zu sagen. Und jetzt gehen wir tatsächlich mal über die Brücke. Wobei, ganz ehrlich, ich wüsste noch gern, was da hinten... Wobei, ich glaube, da kommt nichts Spannendes mehr. Beziehungsweise wir werden wahrscheinlich eh dieses Haus gleich anschauen. Dann sind wir so oder so dort. Okay. Ja, wir können jetzt entweder hier den Weg direkt nach oben oder wir gehen jetzt erstmal hier links lang. Wir haben hier scheinbar Kühe, ja. Das sollen, glaube ich, Kühe sein und Schweine. Hm, ob wir die erlegen können? Guck mal, das Schwein ist richtig süß. Ich glaube, das kommt nicht aus Skyrim, oder? Die Skyrim-Schweine waren immer hässlich. Gab es überhaupt Schweine? Ich bin mir gerade gar nicht mehr so sicher. Das sieht richtig gut modelliert und texturiert aus. Ich glaube, das kommt von irgendwo anders. Naja. So, okay, also hier haben wir schon mal den Schweinestall. Wir können das fast durchsuchen. Wir können da sogar Sachen mitnehmen. Das ist uns nicht verboten, zum Beispiel eine Karotte. Ja, wenn wir hier schon mitnehmen können, ne, dann nehmen wir auch gleich mit. Gar keine Frage. Weil wir haben noch Draklas-Probleme so ein bisschen, aber ja, da müssen wir uns dann später drum kümmern. So. Okay, was haben wir hier für ein Haus? Haus des Vielesohns. Okay, wir gehen mal rein. Vielesohns, was soll denn das heißen? Aha, sehr schön. Ich glaube, hier kann man nichts mitnehmen. Ja, das wäre jetzt eher nicht so praktisch. Wie gesagt, ich möchte jetzt nicht bestehlen. Ich nehme nur das mit, was man legitim mitnehmen kann. Hier kommen wir leider nicht hoch. Aber eine Kochstelle haben wir wieder. Wobei wir, glaube ich, nicht wirklich... Wir brauchen ja Salz zum Kochen. Und ich glaube nicht, dass wir jetzt in letzter Zeit... Wir haben ja erst in der letzten Folge gekocht. Ja. Haben wir leider nichts dazu bekommen. Okay, ich meine, wir sind hier alleine drin. Natürlich könnten wir hier einfach alles stehlen. Aber so Leute sind wir ja gar nicht. Wir sind ja ganz friedwertige und ehrenhafte Menschen hier. Wir nehmen da natürlich nichts mit. Beziehungsweise wir stehlen nichts. Mitnehmen tun wir Dinge schon, wenn wir es dürfen, in Anführungszeichen. Hier zum Beispiel. Aber da gibt es nichts Spannendes drin. Naja. So, okay. Also hier geht es, glaube ich, wieder rüber. Hier geht es wahrscheinlich wieder zu anderen Lagern oder was weiß ich was. Werden wir uns später anschauen. Jetzt in dieser Folge wollen wir uns mal mehr... Oh, guck mal da. Das ist, sieht richtig cool aus mit dieser Kanalisation, sag ich mal. Oder der Fluss, der aus dem Berge heraus. Oh, guck mal. Eine Kiste. 22 Groschen. Die einfach rauskommt. Sehr, sehr cool. Und so Kisten. Ach, ich mag das einfach. Wenn man so ein bisschen rumläuft. Ich meine, 22 Groschen ist jetzt wirklich nicht viel, aber... Trotzdem freut man sich irgendwie darüber.
Ah, ich habe das gerne, wenn man so ein bisschen, auch wenn man nur ein bisschen fürs Erkunden belohnt wird, das ist einfach schön. Und spornt mich immer weiter an, alles zu erkunden. Ich meine, warum laufe ich jetzt auf dieses Dach drauf? Ich weiß es auch nicht. Aber ich kann's, deshalb mache ich's. Oh, den Lavendel konnten wir endlich mal einsammeln. Wir hatten ja so viel Lavendel, den wir nicht einsammeln konnten. Und den konnten wir endlich mal einsammeln. So, ich kraxle hier schon wieder an Felsen rum. Wir könnten natürlich auch den Weg nehmen, aber hey. Die Profis brauchen keinen Weg. Oh, ich höre ja schon einen Schmied. Können wir auch mal schauen, ob wir da vielleicht schon ein bisschen was schmieden können. Ein paar Baupläne dürften wir haben, wobei ich glaube, wir haben den Großteil der Baupläne tatsächlich abgelegt. Was vielleicht nicht so richtig intelligent ist, aber die... Oh, guck mal hier, durch die Gaube können wir durchlaufen. Es war wahrscheinlich nicht so gedacht, dass man hier viel rumläuft. Naja. Die Baupläne, ich meine, die wiegen zwar nicht viel, aber man hat später echt viele Baupläne. Schau dir mal diese Pflanze an. Ich glaube, das ist eine Baldriswurzel. Und ihr wisst genau, was man mit einer Baldriswurzel machen kann. Ambrosia, sag ich da nur. Okay, wir müssen da hoch. Hier ist es leider echt schwer zu kraxeln. Ah, gehen wir mal hier hoch. Wir müssen von oben kommen. Ich als Profi erkenne das sofort. Aber wir wären wahrscheinlich auch so irgendwie lang gekommen, aber es hätte wahrscheinlich ziemlich lang gedauert. Wir gehen einfach kurz außen rum. So, wo haben wir die? Da. Aha, ja, 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 ja. Wir schauen uns gleich alles an. Aber erstmal müssen wir hier... Jawohl, Baldriswurzel. Habe ich doch richtig erkannt. Jetzt will ich eine Alchemiestation. Ich will jetzt den Ambrosia herstellen. Wir wissen, Baldriswurzel und Windwurz gibt Ambrosia. Das Rezept haben wir schon zweimal bekommen. Das Spiel will es uns, glaube ich, unter die Nase reiben. Deswegen, ja. Schmelzer haben wir hier. Nur mir ist ja mal aufgefallen, dass es irgendwie quasi... Also es ist... Man kriegt mehr Geld, wenn man das Erz verkauft, als wenn man es einschmilzt und die Barren verkauft. Deswegen lasse ich den Schmelzer mal links liegen. Schleifstein können wir natürlich testen. So. Braucht halt alles irgendwie... Ach, ich wollte noch eine Sache. Moment. Es ist mir wieder eingefallen. Wir hatten doch eine Waffe bekommen. Kalte Nacht, genau. Verursacht 4 Punkte Frostschaden auf Lebensenergie und Ausdauer. Das sind halt so Sachen... Das sind mir so Questgegenstände. Die will ich immer behalten. Und auch nicht irgendwie... Ja, weiß ich nicht. Zerstören oder so. Zum Beispiel beim Entzaubern. So, Sura Russmann. Oder Rußmann. Ja. Natürlich. Zeig mal, was du da so hast. Wir könnten natürlich auch Baupläne holen. Ich glaube, die wichtigsten haben wir hiervon schon. Und ich glaube, Baupläne muss man eher finden, als dass man sie jetzt hier einfach so. Also, hat viele Lehrbücher. Handwerkskunst könnte man natürlich nehmen. Also sicherlich, man sieht schon, die Bücher sind einfach irre teuer. Also das ist wirklich, das muss man sich leisten können. Na gut, wir gehen mal durch. Wir haben zum Beispiel alte Vagabundenhandschuhe. Ich glaube, die braucht man nicht. Die alte Vagabundenkapuze scheinbar auch nicht. So. Altes Schwert. Das sieht fast aus wie diese, wie hieß dieses Special-Schwert? Habe ich schon wieder vergessen. Naja, aber wir brauchen es scheinbar nicht. Schaden 4. Ja, weg damit. Dann unsere Erze, wie gesagt, können wir eigentlich verkaufen. Eisenbarren würde ich mal behalten, aber das Eisenerz. Oh, 35 Eisen. Okay, es gibt jetzt nicht so richtig viel, ne? Aber egal. Wir sind halt in der Handwerkskunst noch nicht sonderlich gut. Den Eisenhelm will ich auch behalten. Sowas sollten wir mal ablegen. Einen Eisenhelm brauche ich einfach. Okay, Eisenkriegsaxt verkaufen wir. Da haben wir ja Eisenschuhe verbessert. Verkaufe ich mal, weil wir eigentlich keine schwere Rüstung tragen wollen. Eisenschwert. Ja, brauchen wir nicht mehr. Können wir auch verkaufen. Und dann nimmt die auch so Tränke. Spannend. Okay, die Feuergift. Wie gesagt, Gifte, Feuerschutztragen. Das brauchen wir alles nicht. Das nutzt sie so gut wie nie. Genesungstränke lassen wir mal. Gift. Ja, hier kann alles weg. So, gerade nochmal darauf achten, dass wir hier auch tatsächlich verkaufen und nicht kaufen. Das wäre sonst eher unpraktisch. Ein Golderz. Handwerksbuch. Oh, wir haben zwei Handwerksbücher, die wir mal lesen sollten. So, kalte Nacht. Behalten wir auch erstmal die ganzen Lederharnisch. Der hat theoretisch eine Rüstung mehr, den behalte ich erstmal. Die Lederstiefel sehen irgendwie auch ganz cool aus. Magieschutztrank. Malachiterz. Quecksilbererz, Schockschutztrank, Silbererz, Spinnengift. Brauchen wir alles erstmal nicht. Spitzhacke behalten wir. Wir wollen ja schließlich schön überall, farmen können.
Erz farmen können. Trankmischertrank. Na, brauchen wir nicht. Das behalte ich erstmal. Wolfsfell und Ziegenhaut. Die könnten wir vielleicht mal gerben. Und mal schauen, ob das was bringt. Also wir haben jetzt hier ein Wolfsfell. Gibt wie viel? 4 Groschen, glaube ich. Hat die ein Gerbgestell? Ne, die hat gar kein Gerbgestell. Ah, ich glaube, ein Gerbgestell ist irgendwo oben. So, hat die Wache was zu sagen? Grüße. Ah, okay, da kann man tatsächlich ein bisschen was fragen. Gibt es irgendetwas Interessantes hier in der Gegend? Für einen Abenteurer vielleicht? Wieso meinen eigentlich alle Reisenden immer, ich sei hier, um ihre Fragen zu beantworten? Naja, sei's drum. Seht euch mal den alten Strand gleich hinter Mareks Hof an. Da wird immer eine Menge alter Plunder angeschwemmt. Ihr solltet allerdings mit einer Menge Flussgraben rechnen. Aber ihr seht aus, als werdet ihr damit fertig. Hier beim Strand waren wir schon, dann werden wir vielleicht auch nochmal drüber laufen bei Zeiten. Aber ich glaube, wir haben da das Wichtigste. Ich glaube, das ist eher so ein Hinweis auf die Schatulle, die wir schon im letzten Part gefunden haben. Gibt es irgendwelche Neuigkeiten? Von tollwütig gewordenen Tieren, Horden auferstandener Gruften und dieser grassierenden Geisteskrankheit mal abgesehen? Nein, seid einfach vorsichtig. Okay, ich suche Arbeit. Wisst ihr, wo ich welche finden könnte? Ihr seid Fremdländer, nicht wahr? Wenn ihr keine harte Arbeit scheut, könnt ihr der Goldenen Sichel mal einen Besuch abstatten. Die suchen immer nach Menschen, die anpacken wollen und zahlen gut. Okay, schön. Also, da sind wir erstmal durch mit den Dialogoptionen. Ja, hat sich vielleicht nicht so mega gelohnt. Aber hey, hätte ja sein können. Moment mal, ihr... Ach, einerlei. Den Dialog hier kennen wir schon. Oder kenne ich auf jeden Fall noch aus dem letzten Durchlauf Enderal. Der ist es leider nicht sonderlich spannend. Ach, ihr seid doch aus Kilee, nicht wahr? Eure Haut, sie ist, naja, anders. So, das geht euch nichts an. Meine Mutter, ja, aufgewachsen bin ich auf Nerim. Oder warum fragt ihr? Nichts Schlimmes, keine Sorge. Ich bin einfach nur neugierig. Okay, ja, also hier, ja, das geht euch nichts an. Stimmt zwar irgendwo, aber, ja, komm, hier, Smalltalk ist immer gut, ne? Nerim, verstehe. Aber trotzdem, eure Mutter muss euch eine ganze Menge über ihr Heimatland erzählt haben. Stimmt es denn, dass in Kilee selbst die Türgriffe der Armenhäuser vergoldet sind? Ich habe gehört, der Zuckerinselbund ist so reich, dass sie genügend Söldner bezahlen können, um es mit der Armee der Seraphen und dem Götterorden zugleich aufnehmen zu können. Da wäre ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht so sicher. Gerüchte sind natürlich immer spannend, zumal man muss bedenken, ich meine, in der heutigen Welt halten sich hier Gerüchte auch sehr hartnäckig, aber damals, muss man sich das ja immer überlegen, die einzigen Leute, die wirklich was erzählen können, die müssten quasi mit dem Schiff reisen, viele Monate lang. Das heißt, die waren halt total abgeschnitten und dementsprechend wusste man wenig über die anderen Kontinente, außer halt aus irgendwelchen komischen Erzählungen, die dann natürlich immer ein bisschen ausgeschönt werden. Und dementsprechend haben natürlich die Türgriffe der Armenhäuser goldene Türgriffe. Ja, wäre ich mir jetzt nicht so sicher, ob das so stimmt. Aber gut, wir waren noch nicht da, wir können es auch nicht genau sagen. Naja. Kilee besteht aus einem Haufen raffgieriger Halsabschneider. Ja, sie haben Gold zum Abwinken, aber verstehen nichts von Großmut und Ehre. Oder es gibt viel Reichtum, aber ebenso viel Armut. Mehr als hier, würde ich behaupten. Puh, gut, schwere Auswahl hier. Ja, ja, wir machen mal das Obere. Verstehe. Naja, habt Dank für eure Zeit. Ich muss nun weiter. Schreitet wohl. Ja, und das meine ich, der Dialog ist irgendwie so ein bisschen, ich weiß nicht, also der führt zu nichts irgendwie, deswegen finde ich den ein bisschen schade. Nun ja. So, wo kommen wir eigentlich her? Ich habe mich jetzt gerade so ein bisschen verirrt. Moment, ah ja, okay. Ja, hallo. Schade, das können wir nicht sammeln. In das Haus muss man natürlich eigentlich noch rein. Hier haben wir ein Fass mit 21 Einzelteilen, was man so alles in Fässern findet. Ich gehe noch mal ganz kurz zu unserer sicheren Truhe und packe da noch ein bisschen Zeug rein. So. Ja, wir haben schon ein bisschen was drin. So. Gefüllte Seelensteine ist natürlich sehr schön. Alte Robe. Also, was wollte ich da reinmachen? Irgendwie unsere Special-Waffe hier. Kalte Nacht wollte ich da auf jeden Fall reinmachen. Stab von Susherat.
Ist auch irgendwie ein Special Item, aber irgendwie finde ich den jetzt nicht so spannend. Den kann man von mir aus auch verkaufen. Eisenklemmer oder Flamme. Ja, den Rest behalte ich, glaube ich, erstmal so. Abzeichen, alte Robe. Eisenhelm, genau. Den wollte ich noch einpacken. Oder in die Kiste verfrachten. So, verschließende Robe. Ja, das brauchen wir alles eigentlich nicht. Sonst noch irgendwas, was wir vielleicht... Ja, ich habe gerne auch mal so Special Items, die ich irgendwie noch reinpacken will. Aber ich glaube, da haben wir schon das goldene Kelch. Den darf ich natürlich nicht verkaufen. Den brauchen wir noch für den Wünschelbrunnen. Ich weiß gar nicht, was passiert, wenn man den verkauft. Schimmernder Kristall lege ich mal da rein. Ich weiß nicht, ob da was da bringt. Ah ja, und wir hatten zwei Schaufeln. Ich glaube, die gehen beide. Ich kann ja mal eine reinpacken, damit wir so eine Backup-Schaufel haben, falls es doch nicht funktionieren sollte. So, Fackel behalte ich auch erstmal. Ja, ich glaube, so passt es erstmal. So. Gut, so mit denen reden wir alle, mit den allen reden wir gleich. Erstmal will ich wieder ein bisschen nach unten. Ich will es eigentlich Schritt für Schritt durchgehen, damit wir nichts übersehen und nichts vergessen. So, da links waren wir bereits. Jetzt geht es mal hier nach rechts. Und ich glaube, ich weiß schon, wo wir hier hinkommen. Ah, vielleicht auch doch nicht. Mal sehen. Wir haben ja hier noch eine Quest, eine Hauptquest im Endeffekt. Ich glaube, die können wir hier tatsächlich machen. So, Lavendel, perfekt. Wahrscheinlich konnten wir deswegen... Ah ja, guck mal, wen wir hier haben. Marek Sichelschlag. Sollen wir mit dem reden? Ja, ich glaube, ne? Hallo? Oder auch doch nicht. Da drin ist... Ah, nee, da oben ist irgendwas. Okay, da habe ich den doch verwechselt. Na gut. Hier geht's rein zur betrunkenen Biene. Ah doch, das ist schon ein Gasthaus, ja. Dann gehen wir da auf jeden Fall mal rein. Betrunkene Biene. Oh, ein toller Name für ein Gasthaus. So. Ah, schön. So, ein Dorfbewohner, die haben immer viel zu sagen. Ah, gibt es interessante Orte hier an der Sonnenküste? Interessant für Abenteurer wie euch? Da gäbe es die alte Dreiflusswacht, etwas nördlich. Aber die ist schon ziemlich verfallen. Ja, da waren wir schon. Auf der großen Insel darunter gibt es noch eine uralte Ruine. Charoth, oder wie sie heißt. Aber dort treiben sich Untote herum, wie mir ein Jäger letztens erzählte. Und dann gibt es noch Schloss Goldfurt, auf der Klippe ganz im Südwesten. Aber davon solltet ihr euch lieber fernhalten. Ja, nach Goldfurt werden wir natürlich auch noch gehen, aber wie gesagt, das machen wir bei Zeiten. Was hat es mit dem Schloss Goldfurt auf sich? Viel kann ich euch dazu nicht sagen. Ich kenne auch nur die üblichen Gerüchte. Vor Hunderten von Jahren soll von dort aus eine Adelsfamilie über die Sonnenküste geherrscht haben. Doch inzwischen steht das Schloss wohl leer. Angeblich wurde es von rachegetriebenen Geistern heimgesucht. Manche Reisende berichten auch von furchterregenden Lauten, die des Nachts von der Klippe herunterschallen. Ich hoffe, ihr zieht nicht ernsthaft in Erwägung, dorthin zu gehen. Nee, bestimmt nicht. Ich werde vorsichtig sein, nach den Schilderungen sicher nicht. Danke für die Warnung. Ja gut, bei der ist es eh egal, wenn wir uns verscherzen. Dann betet, dass Malfas über euch wacht. Schade. Ich dachte, das wäre noch eine witzigere... Na gut, egal. Dorfbewohnerin, so. Na los, geht weiter. Ja, ich gehe ja gleich weiter. Was wollt ihr? Ich will eigentlich nur ein bisschen schauen, ob ich hier Quests oder irgendwas bekomme. Guten Abend. Guten Abend. So. Hier haben wir eine Bardin. Darf ich mir ein Lied wünschen oder woher stammen die Lieder, die ihr singt? Das ist unterschiedlich. Die meisten Lieder sind uralte endraleische Überlieferungen. Einige sind von berühmten Barden geschrieben worden. Und manche habe ich auf meinen Reisen gesammelt. Schön, dass sie reden kann, ohne den Mund zu bewegen. Das ist so eine Bauchrednerin, müsst ihr wissen. Darf ich mir ein Lied wünschen? Was möchtet ihr hören? Ja, gute Frage. Ich kenne die natürlich alle nicht. Schwarzen Wächter, verlorenen Wildmagiern, Flüsterwald, alten Mann, wegelosen Wanderer, Vatüren, Sonnenuntergang. Wir machen mal Flüsterwald, weil der hier irgendwo ist, glaube ich. Oder waren das nicht diese Bäume, die da irgendwie im... Ja, ja, doch, das war hier. Gern. Türer war ihr Name, sie war gefürchtet und begehrt. Bettler, Diebe, Mörder, sie lagen ihr zu Füßen, als Herrin der Verstoßen. Ich brauche unbedingt dieses neue Kräuterelixier für meine Haare. Natürlich, auch hier schon. Das sind die Beauty-YouTuber von vor, was weiß ich, 500 Jahren. Auch damals gab es die schon. Oh, ich brauche unbedingt das neue Kräuterelixier für meine Haare. Oh.
sie kauft sie jetzt bei der örtlichen Dorfhexe. So, gut. Willkommen, willkommen. Was darf sein? Suchen wir ein Zimmer für die Nacht? Irgendwie schon. Tatsächlich würde ich gerne schlafen. Wir können wahrscheinlich auch irgendwo anders schlafen, aber eigentlich können wir uns auch hier ein Zimmer holen. Aber erstmal wollen wir natürlich schauen. Aber immer doch. Gib mir was zu trinken, ich werde jetzt ja keinen Alkohol kaufen. Ah, wir könnten was zu essen kaufen. Salz können wir kaufen. Ja, easy. 8 Salz kaufen wir. Und dann können wir schauen, ob wir vielleicht noch was verkaufen. Aber Essen will ich eigentlich alles behalten. Und ja, wir hätten da was. Zimmer. Zwar kein Palast wie in den Tempelgärten, aber auf jeden Fall bequem und günstig ist es noch dazu. Wie wär's? 10 Groschen, das ist ja... Wunderbar. Dann lasse ich mal den Raum für euch aufsperren. Erholt euch gut. Super easy, also 10 Groschen ist wirklich nichts. Gut, mit der haben wir, glaube ich, schon geredet. Gehen wir mal hier lang weiter. Na los, geht weiter! Ja, ja, ganz in Ruhe. Die meisten sind ja sehr wortkarg, leider. Na gut, man hat halt wahrscheinlich einfach nicht die Zeit gehabt, hier sämtliche Dialoge irgendwie einzubauen. Okay, wir können es nur stehlen, dann ist es mir egal. Ist es unser Bett eigentlich? Es ist auf jeden Fall ein Bett. Okay, dann schlafen wir mal wieder 12 Stunden. Dann haben wir nämlich wieder schönen Morgen und dann können wir weiter schauen. Hey, was wir dann machen? Eigentlich weiter erkunden, ne? Wobei wir eigentlich das Ganze auch schon fast auf die nächste Folge... Können wir die Fackeln hier anmachen? Nee, leider nicht. Auf die nächste Folge verschieben könnten. Ich gehe noch... Ja, wir können auch ganz kurz das Gasthaus zu Ende erkunden. Aber ich glaube, wir haben ja schon das Allermeiste gesehen. Hier geht's noch lang. Bett-Eigentum. Irgendwer redet da hinten. Hier können wir auch nur stehlen, natürlich. Ja. Ah, da ist eine Kochstelle, perfekt. Ein Fremdländer, was? Ihr habt euch einen seltsamen Zeitpunkt ausgesucht, um dieses Land zu bereisen. Ja, das mag sein. Gut, also wir haben jetzt hier eine Kochstelle, die werden wir noch ganz kurz verwenden. Und dann schauen wir mal, was wir hier so herstellen können. Gebratenes Rindfleisch, gebratenes Ziegenfleisch. Oh, da haben wir eine ganze Menge von. So, gesättigt. Okay, das war's auch schon wieder. Ich glaube, uns ist das Salz wieder ausgegangen. Aber wir haben jetzt eine ganze Menge Essen. Und es gibt sogar ein bisschen Erfahrung, von dem her sehr, sehr praktisch. Gut. Ich glaube, hier drin gibt es jetzt nichts sonderlich Spannendes mehr. Der hier raucht so eine interessante Friedenskrautpfeife, glaube ich. Naja, wir gehen wieder zurück zur Sonnenküste. Erkunden Flussheim, Flussheim, genau. Flussheim weiter in der nächsten Folge. Kommt denn da angerannt? Hallo? Wildmagier im Sonnentempel. Aha, okay. Den kennen wir noch. Das war der, der immer bei dem komischen Hof da unten gearbeitet hat. Und in der nächsten Folge erkunden wir das dann weiter. Bis dahin, ich wünsche noch einen schönen... Baldriswurzel! Warum laufen die alle hier durchs Dickicht? Kann man das mal wer erklären? Schreitet wohl, mein Kind. Wie kann ich euch helfen? Okay, wir reden mit dem im nächsten Part. Bis dahin, schönen Tag noch und hallo, bleib stehen. Und ciao.